Mein Name ist Dieter Könnes und wie man sieht, ich muss ganz, ganz dringend zum Friseur. Aber die dürfen im Moment ja leider alle nicht arbeiten. Aber möglicherweise habe ich die Lösung für das Problem. Und zwar nicht nur für mein Problem, sondern für die gesamte Friseurbranche. Moin, ich bin Doc Esser. Ich bin zwar kein Friseur, aber heute, ne, geht's dem Könnes mal so richtig an den an die Haare natürlich. So, der nächste... Der liebe Herr Könnes, moin! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das ist eine Spitzenidee sogar. Ich darf dir die Haare schneiden, ne? Als Bezugsperson, guter Kumpel. Ja, das ist erlaubt, ne? Das ist erlaubt, ja, aus dem engsten Familienkreis. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu mir, ich sehe ja wie immer tadellos aus. Ich weiß jetzt nicht, warum du lachst. Oh komm, fang an. Hast du schon mal Haare geschnitten? Ja, ja, meinen Kindern. Und die reden auch seitdem nicht mehr mit mir. Warte mal. Ich bin noch ganz fertig. Ja, aber warte mal, ich habe eine Idee, Heidi. Nein, noch nicht anfangen. Ich habe eine Idee. Normal, da lasse ich mir nämlich die Haare von der Melanie schneiden, die das ja zurzeit nicht darf, wie alle anderen Friseure. Sie ist professionelle Friseurmeisterin. Wie wäre es denn, wenn wir sie online dazuschalten? Du hast also so wenig Vertrauen zu mir. Doch, ich vertraue dir grenzenlos, aber vielleicht nicht unbedingt beim Haare schneiden. Ja komm, dann schalt mir die gnädige Frau doch dazu. Ich die mal eben. Verstehe, das ist doch ganz einfach. Auf einen Millimeter. Hallo Melanie. Hallo Dieter. Moin Melanie. Das ist der Heibi, den du ja auch kennst. Und der macht jetzt was, was normalerweise dein Job wäre. Es sieht ja auch schrecklich aus, oder? Was meinst du? Naja, grenzwertig. Okay. Das Problem ist, dass du, wie ja alle anderen auch, im Moment diesen Job nicht ausüben darfst. Was aber doch erlaubt wäre, ist, dass du sozusagen eine Online-Beratung gibst, wenn der Heibi jetzt deinen Job quasi übernimmt. Ja, das machen wir. Okay, pass mal auf, ich spann dich jetzt mal mit meinem Telefon hier auf den Tisch ein und du gibst dem Heidi bitte Regieanweisungen und dann hilft dir der liebe Gott, glaube ich, ne? Ja, ich hoffe, dir hilft der liebe Gott. So, was machst du denn jetzt? Womit lege ich los? Es steht an der Seite drauf. An der Seite steht die Längenvorgabe drauf. Das ist, glaube ich, 9 mm. Ich fühle das einfach. Ich und ein bisschen weg vom Kopf. Oh mein Gott! Mega! Das ist, boah, krass, was habt ihr für einen Aufsatz erwischt? Deutlich mehr ab, aber du bist auf einem ziemlich guten Weg. So, Melanie. So, und nu? Und nu? Nimmst du Kamm und Schere in die Hand. Guck mal, jetzt wird es aber wirklich ganz cool, Dieter. Ich habe eben gedacht, das wird richtig mies. Melanie, wie findest du die Aktion Licht an, gerade von den ganzen Friseurkollegen? Ja, sehr schön, um am Ende auf sich aufmerksam zu machen, finde ich das eine sehr gute Sache. Also Gesprächsthemen sind ja eigentlich seit einem Jahr durch die Bank weg. Dürfen wir, können wir Mundschutz und desinfizieren und oh Hilfe, herzlich willkommen im Lockdown, wie machen wir es mit den Kindern und haben deine auch schon Hausaufgaben fertig vor 17 Uhr? Furchtbar. Melanie, wie kriege ich das mit den Ohren hin? Das stört mich hier. Ja, dann schneid's weg. Achso, die Haare. Also die Ohren sind doof. Nicht selber loben, ne? Ja, ich habe deinen Finger in meinem Auge. Oh. Ey, warte mal, das hier vorne, hier hast du ja noch eine riesige Strähne. Das geht nicht. Strähne? Ist weg. Das ist weg. So, Melanie, ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Guck mal, was das für ein adretter Jung geworden ist. Hat er gut gemacht, oder? Gut gemacht. Ja, normalerweise ist es ja so, ich würde jetzt 15 Euro an dich bezahlen, richtig? Richtig. Und du darfst ja den Job, wie alle anderen auch, im Moment nicht ausüben. Ja. Aber was ja geht, Heidi, ist, dass mir jemand privat die Haare schneidet. Am besten aus der Familie, mit der man eh zusammenlebt. Wir wollen ja keine unnötigen Kontakte, ne? Und jetzt hast du mir die Haare geschnitten, aber ich gebe nicht dir die 15 Euro, sondern du bekommst die 15 Euro, weil Heidi mir die Haare geschnitten hat. Aber dank der wunderbaren Hilfe, dank Melanie, ne? Darum siehst du so toll aus. Und das könnt ihr jetzt auch alle machen. Genau das könnt ihr jetzt auch machen, indem ihr euch solidarisch zeigt mit euren Friseuren. Ihr könnt die online zuschalten, so wie wir das gerade gemacht haben. Und damit da eine richtig geile Challenge draus wird, Heidi, nominieren wir jetzt welche. Astrein. Drei Leute,
die das Gleiche machen müssen, was ich jetzt gerade vorgelegt habe. Ihr lasst euch die Haare schneiden, schaltet euren Friseur dazu und zahlt dann auch dafür. Finde ich erst dran. Fang an. Erste. Ich nominiere Steffi Neu. Ich nominiere René Steinberg. Und wir beide zusammen nominieren Yvonne Willix. Also, unterstützt die Aktion und macht alle mit. Hashtag Soliharisch.